Hallo an alle, die zugucken. Mein Name ist Liam. Ich bin Redakteur der Online-Zeitung Klasse gegen Klasse. Wir sind heute hier mit Justine und Kai und wollen über ihre Kampagne, ihre Initiative Justice for Sammy sprechen, die sich eben seit dem 13. August 2020 in Gang gesetzt hat und dafür kämpfen, für die Gerechtigkeit ihres Sohnes, Sammy Baker, der eben am 13. August, wie gesagt, von der Polizei in Amsterdam erschossen und sein Leben genommen wurde und dessen Täter bis heute immer noch unbestraft bleiben. Und in diesem Interview wollen wir eben versuchen, ein bisschen auf die Hintergründe einzugehen und auch auf die Perspektiven, die Sie und ihr als Eltern eben für diesen Kampf seht. Ich kenne es vor allem aus der antirassistischen Bewegung, dass man oft sagt, erinnern heißt kämpfen. Und ich wollte euch deshalb zu Beginn des Interviews fragen, was ihr für eine Erinnerung, wer Sammy Baker für eine Person war. Ja, also ich fange mal an. Unser Sohn war als Kind auch schon eine frohe Natur, sehr sportlich und ja, ist zweisprachig aufgewachsen durch afroamerikanischen Hintergrund hier in der Familie. Ja, war Basketballer, war im Verein und ja, er war zum Schluss, er war Student, er war Fitnesscoach oder wie man heutzutage so sagt, Fitness-Influencer und er war auch Musiker, ja. Also ja, also Samuel war ein ziemlich strukturierter Typ und hat halt auch letztendlich für sein Alter unheimlich viel erreicht. Gerade jetzt in dem Fitnessbereich, Basketball, hat er dann aus dem Grunde aktiv dann aufgehört. Und wir haben halt öfters auch zusammen musiziert. Also ich spiele verschiedene Instrumente, habe ich ihm so von klein auf versucht, Musik nahezubringen, Musikinstrumente zu spielen, haben wir öfters mal gejammt. Und Samuel war halt ein ziemlich positiver Mensch und war sehr wissbegierig und wollte auch Dinge immer teilen. Also wenn er was konnte, wollte er das vermitteln, was weiß ich, ein Skateboard fahren, Olli, dann wollte er mir das zeigen oder umgekehrt. Und ja, das ist halt so war seine Persönlichkeit. Er wollte halt Sachen auch teilen, war sehr wissbegierig und wollte aber dieses Wissen auch immer teilen, kam immer angerannt, wenn er was Neues entdeckt hatte und hier hast du das schon gesehen, das kann man so und so machen. Das zeichnet ihn so aus. Ja, vielleicht kann ich noch was hinzufügen. Also seine Mission war auch Menschen zu helfen. Und zwar nicht nur, also es ging über das Körperliche hinaus. Er hatte ja zuletzt auch 170.000 oder über 170.000 Follower auf Instagram unter Sammy-BKR. Es ging halt auch mehr so um, ja, alles, Holistic hat er das dann genannt. Ja, es ging ums Mentale, es ging ums Körperliche. Er war sehr spirituell, ja. Er hat sich sehr auch mit Astrophysik beschäftigt und ja, mit verschiedenen Sachen. Also gerade durch diese Zeit, 2020, Lockdown, Corona, ja, haben wir viel Zeit miteinander verbracht und viel gesprochen. Und er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht über das Leben. Und er wollte immer Menschen helfen. Umso unbegreiflicher ist es, dass wenn er mal Hilfe braucht, was dann in Amsterdam passiert ist, dass ihm einfach das Leben genommen wird. Genau, dann würde ich dann direkt damit weiter übergehen, ob ihr vielleicht kurz skizzieren könntet, weil auf eurer Website eben www.justiceforsammy.com habt ihr ja schon sehr viele Informationen, Berichte, auch Artikeln, was in diesen Tagen passiert ist, vom 11. bis zum 13. August. Und ich wollte eben fragen, ob ihr vielleicht kurz darstellen könntet, genau, was vorgefallen ist in diesen Tagen. An Justine auch ein bisschen besser. Ja, dann fange ich mal an. Also Sammy war ja sehr diszipliniert, was jetzt so Ernährung und alles anging. Ja, Ernährung und Fitness. Aber seine Geburtstage wollte er immer groß feiern und wir haben auch als Familie immer gefeiert und da hat er auch gerne mal über die Stränge geschlagen. Und ja, er hatte halt die Idee, mit seinen Freunden in Amsterdam seinen Geburtstag zu feiern. Klar hat er das jetzt nicht so gut geplant. Das war in der Woche. Ja, er hat am 11. August Geburtstag
und sein 23. Geburtstag. Und das war ihm besonders wichtig, weil die 23 eine besondere Bedeutung hat als Michael Jordan-Fan und so weiter. Ne? Und letztendlich sind aber nur zwei Kumpels mitgekommen. Die haben sich ein Airbnb genommen und sind dann einen Tag vor seinem Geburtstag, also am 10. August, hochgefahren nach Amsterdam. Zunächst war alles okay und die haben abends wohl, das hat er sich auch so gewünscht, dann mal einen Coffeeshop besucht. Ja, und da er sich da so auch gar nicht gut auskannte, haben die dann auch wild durcheinander ein paar Joints geraucht und wohl auch einen Space Muffin. Und der hat ihn dann wohl ziemlich zugesetzt. Und wir vermuten, also nicht nur vermuten, also die Vermutung liegt nahe, ja, weil bei der Obduktion festgestellt wurde, wir haben ja auch zwischenzeitlich gedacht, er war ja verwirrt und jeder, der das, ich nenne es mal Hinrichtungsvideo von unserem Sohn kennt, weiß ja auch, dass er verwirrt war. Und viele haben sich gedacht, boah, was hatte der denn da, Intus, LSD oder was weiß ich? Nee, also bei der Obduktion kam tatsächlich raus, 0,0011 Milligramm nur THC pro Liter Blut. Also das ist eine Menge, bei der du in Deutschland schon eigentlich fahrtauglich bist. Ja, ja, also wenn du angehalten werden wenn du würdest, angehalten werden würdest. Wäre, ist das nichts. Aber bei ihm hat es eine Psychose ausgelöst. Ja, und er hat halt schon komisches Verhalten gezeigt. Er hat sich dann schon in der Nacht, an dem Abend schon, nachdem sie ja den Coffeeshop dann irgendwann verlassen haben, ne? Ja. Da fing das halt eben an, dass er sich halt ja einfach schon auffällig anders verhalten hat oder ängstlich war und hat Kontakt dann vermieden, ist sie letztendlich dann auch verschwunden. Ja, er ist quasi, er hat sich von seinen Kumpels distanziert, er ist einmal zu der Airbnb zurückgekommen, ist dann aber wieder wortlos gegangen. Er war auch für uns nicht so erreichbar, was untypisch war. Und normalerweise hatte ich so ein Mama-Sohn-Ding, wenn ich mir Sorgen gemacht habe und jede Mama macht sich Sorgen, habe ich geschrieben, alles klar. Und da kamen meistens Fotos oder meistens musste ich gar nicht fragen. Da hat er immer viel gepostet auf Instagram und so, dann wusste ich schon Bescheid. Und da kam dann an seinem Geburtstag spätabends die Antwort nein. Und da haben bei mir alle Alarmglocken fingen an zu läuten. Und dann habe ich mit seinen Freunden Kontakt aufgenommen. Und der eine Freund war aus Wien, der ist schon zurückgeflogen und letztendlich ist nur ein Freund übrig geblieben und der hat tatsächlich nach ihm gesucht in Amsterdam. Mhm. Und das ging bis zu dem 12. Zwischenzeitlich hatte ich ein kurzes Telefonat mit ihm. Er hat auch mal einen Standort geschickt, auch dem Freund. Und wenn er dann da ankam mit dem Auto, war er aber schon weiter. Und bis ich gesagt habe, wir müssen ihn jetzt. Und da kommen wir zur Polizei, dein Freund und Helfer, wo ihr ja auf klasse-gegen-klasse.org einen tollen Bericht geschrieben habt. Da, ja, so kam ich auch auf euch. Durch den Spruch. Durch den Spruch, weil ich mal wissen wollte, wo kommt denn dieser komische Spruch eigentlich her, wo wir schon von klein auf beeinflusst sind, wo schon in Bilderbüchern die Kinder beeinflusst werden. Ja, man denkt, die Polizei, dein Freund und Helfer. Genauso haben wir auch gedacht. Und wir haben ihn letztendlich, ich habe zu dem Kumpel gesagt, du fährst jetzt zur Polizeiwache. Ich bin auch dabei telefonisch und wir müssen ihn als vermisst melden. Der wurde dann vermisst gemeldet und dann hat die Polizei aber echt ganz, also schon die ersten blöden Fehler gemacht für jemanden, der in der Psychose ist und sowieso Angst hat. Die haben das Handy vom Kumpel genommen und Sammy rief an. Und dann sind die ans Telefon gegangen und haben sich mit Polizei Amsterdam gemeldet, ja. Wo jemand, der eh schon Paras hat, natürlich austickt, ja. Und sich dann bei dem Freund gar nicht mehr meldet oder sich denkt, dem vertraue ich nicht, der geht ja irgendwie zu der Polizei und zeigt mich an oder was ist da los? Ja, so, und mir war das dann alles nichts. Als wir den nicht erreicht haben, bin ich dann am 13. Bin ich hochgefahren mit einem anderen Kumpel von ihm und wir waren dann am letzten Standort. Ich hatte Suchplakate gemacht und wir wollten die gerade aufhängen, da klingelt mein Handy. Und mein Sohn ist dran. Ja, zwar mit einer fremden Nummer und buchstabiert einen Straßennamen und Luftlinie 1 Kilometer entfernt von uns. Ja, und da sagt mir mal einer, das war Zufall. Also, ja, das ist schon echt wie ein Wunder. Also in so einer Großstadt, ja. So, und ich hatte das auf laut gemacht und ein Kumpel ist sofort losgelaufen und hat ihn auch gefunden. Wir sind dann
zum Parkplatz, haben uns da auch getroffen. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er war nervös, er war erschöpft. Er hat oft gar nicht geantwortet auf Fragen. Und ich habe ständig versucht, ihn zu überreden. Ich habe ihm Wechselklamotten mitgebracht. Die hat er auch noch angezogen. Und dann habe ich aber auch so gemerkt, dass er mir nicht so richtig traut oder uns nicht traut, was auch so typisch für eine Psychose ist. Also wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, du traust dann Menschen eigentlich nicht, denen du trauen kannst, ja, weil du vielleicht sogar Stimmen hörst, die dir sagen, trau dem nicht oder der nicht, die wollen dich einsperren oder was weiß ich. Also so ein Beispiel, er wollte in meine Handtasche reingucken, weil er vielleicht dachte, da ist irgendwas und er wird abgehört. Und ich habe das irgendwie gemerkt. Ich war auch teilweise hilflos und die Freunde haben sich so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und ich habe einem dann in einem kurzen Moment geschrieben, ruf Ambulanz, weil ich schon gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Ja. Er saß auch schon im Auto. Er wollte zuerst fahren. Da haben wir gesagt, nee, du setzt dich nach hinten. Dann sitzt er im Auto und checkt die Kindersicherung und springt wieder raus und läuft wieder vom Auto weg und ich hinterher. Und das ging so gefühlt für mich Stunden, aber ich glaube, es war so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ich habe dann auch den Kai angerufen, dass er mit ihm spricht. Ja, ja. Also das war auch wie, als ob ich so ins Leere spreche. Also er war unerreichbar. Ich glaube, er hat eigentlich mit mir überhaupt nicht kommuniziert. Also er hat mir nicht geantwortet auf was ich gesagt habe und es fühlte sich selbst durch das Telefon komisch an. Also es war, ich habe eigentlich nicht mit ihm gesprochen. Ich habe zwar gesprochen, aber er hat nur zugehört, mir hat überhaupt nicht geantwortet. Ja, er wollte also, auch seine Brille nicht abziehen. Ich also habe mich dauernd da gesehen in der Verspiegelung. Also wichtig ist, finde ich halt, was auch nochmal das angeht, was die Polizei jetzt sowieso angeht, dass in der vermissten Anzeige, die wir gemacht haben, ist ja ein Bestandteil auch, dass wir gesagt haben, dass er medizinische Hilfe braucht. Also das ist auch was jetzt dokumentiert ist, was die Polizei wusste. Wir haben gesagt, dass der Zustand halt abnorm ist und er auf jeden Fall irgendwie medizinische Hilfe braucht. Also das ist, muss man halt immer ganz deutlich machen, dass es sich halt um eine vermisste Person handelt, die medizinische Hilfe braucht. Das ist das, was letztendlich die Polizei als Dokumentation hat. Mhm. Ja. Und das Endresultat ist, wie gesagt, das, was Justine gerade erzählt hat, auf dem Platz. Dann ist ja jetzt kurz danach, bis wohin du erzählt hast, die Situation kannst du ja nochmal erst völlig erzählen, passiert, dass er dann weglief. Ja, aber wegen was? Dann müsste ich noch mal erzählen, dass sein Freund auf einmal, das habe ich noch nicht erzählt. Ja, gut, dann erzähl das. Ja, das erzähle ich gerade mal fertig. Sein Freund sieht auf einmal einen Streifenpolizisten, spricht den in der Seitenstraße an und sagt, hier, das ist derjenige, den wir vermisst gemeldet haben. Wir kriegen den irgendwie nicht ins Auto. Wir sind jetzt, seine Mutter ist von Deutschland gekommen, wir wollen den mit nach Hause nehmen. Können Sie uns helfen, aber holen Sie Verstärkung. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass der da ist. Er kam dann auf einmal, hat wohl neben meinem Auto geparkt. Ich war immer noch total fokussiert auf Sammy. Und dann kommt er. Also ich habe nur gemerkt, Sammy holt sich aus dem Kofferraum, der war die ganze Zeit offen, holt er sich seinen Rucksack. Der hat einen kleinen Rucksack, zieht sich ihn wieder an. Dann kommt dieser Streifenpolizist und sagt, is everything all right? Und in dem Moment will Sammy weglaufen. Und ich halte ihn noch fest am Rucksack, weil ich dachte, was läuft denn jetzt weg? Jetzt, das können wir doch hier regeln. Und habe auf einmal den Rucksack, den kleinen, in der Hand. Er streift sich die Flipflops ab. Wie gesagt, da hatte er seine Hose, sein grünes T-Shirt, eine dunkelblaue Hose und läuft weg. Und in dem Moment habe ich aber komischerweise wieder gedacht, die Polizei, dein Freund und Helfer, die wissen doch, wie es um ihn steht. Die werden ihn jetzt irgendwie festsetzen und dann kommt wahrscheinlich irgendeine Ambulanz und er braucht wirklich, wir wissen ja nicht, weil er das noch nie hatte, ja. Der war ja immer stabil und immer so ein Macher und so, was los ist, aber der wird Hilfe kriegen, das dachte ich und bin nicht hinterhergerannt. Sein Freund aber ist hinterhergerannt und war nachher am Zaun, wo ein Riesenaufgebot war an Feuerwehr, Ambulanz, Polizei. Also als wäre da ist der ganze Innenhof, das muss man sich vorstellen, so mehrere Häuser. Es ist auch eine Gegend, will ich mal sagen, wo schon einiges passiert ist auch, ja. Wo Polizisten von vornherein, denke ich mal, auch so ein bisschen rassistisch dran gehen, weil sie sagen, oh ja, was sind das hier für ein Marok oder so. So kann ich mir vorstellen, dass die so drauf sind, weil da auch schon
öfters mit Drogen was gewesen ist. Aber es wohnen auch normale Familien, viele mit Migrationshintergrund. Und ja, ich weiß es nicht. Also die Einsatzleiterin vor Ort, das war wohl die gleiche, wo der Freund am Vorabend den vermisst gemeldet hat. Die wusste alles. Sie wusste, es ist ein deutscher Tourist und so weiter. Und der Freund sagt der Polizei, hier, die Mutter ist um die Ecke. Ich war 200 Meter entfernt. Dann fragen sie ihn, und er war schon wie in so einem Delirium, hat sich ein Messer an den Hals gehalten. Und wir wissen auch, warum. Der hatte nie Suizidabsichten. Aber wenn du in so einer akuten Psychose so bedrängt wirst, weil die haben echt mit ihren Knarren da auf ihn gezielt und rumgebrüllt und eine so aggressive Stimmung verursacht. Die Psychoambulanz war vor Ort, die haben sie ignoriert. Der Freund hat gesagt, ich kann vermitteln, die Mutter ist um die Ecke. Dann haben sie kurz gefragt, willst du mit deiner Mutter sprechen? Und weil er nicht geantwortet hat, haben die mich nicht kontaktiert. Ja? Aber sagen jetzt im Nachhinein, sie hätten es gemacht. Also lügen da auch rum. Ja gut, das kam, wie gesagt, von der Pressestelle. Jetzt ist noch nicht so lange her. Ja. Auf die Frage hin, warum die Polizei denn nicht die Mutter zu Hilfe geholt hat, war die Antwort, dass sie das getan hätten. Ein Beamter hätte die Mutter gefragt, ob sie nicht Kontakt mit ihrem Sohn aufnehmen möchte. Und sie hätte gesagt, das wäre nicht passiert. Das wäre nicht der Fall. Also es ist jetzt so, machen die eine Aussage, als ob sie uns, also Justine gefragt hätte, ein Beamter, und umgekehrt, wir sagen, nee, das hat niemand gemacht. Aber sie sagen, sie hätten es gemacht. Mhm. Als ob ich 400 Kilometer hochfahre nach Amsterdam, meinen Sohn suche, Suchplakate mache. Dann rufen sie an und sagen, ja, wollen Sie mal helfen? Und ich sage, ach nee, das kriegt ihr schon alleine hin. Also das ist doch Schwachsinn. Ich habe wirklich gedacht, also wer denkt denn, dass sowas passiert? Ja, also ist ja auch ganz klar. Ja. Wie gesagt, der Polizist kam auf den Parkplatz, spricht ihn an, er rennt weg und dann war kein Polizist mehr auf dem Parkplatz. Und Justine ist eben da geblieben. Und der Freund ist hinterhergelaufen und da kam ja kein Polizist mehr. Und dann, das ist ja das, was ich jetzt sagen will, was absolut absurd ist, dass du stehst mit deinem Kind da und versuchst da halt dein Bestes, dass das irgendwie zu regeln und dass du beruhigst. Nach Hause nimmst und 200 Meter die Distanz ist das etwa zu diesem Häuserblock, dann in diesen Hinterhof, das ist ja so ein, nicht Hof, jetzt nicht geteert, ne, so ein kleines Stück geteert, aber letztendlich besteht das nur aus Wiese und jetzt vergehen halt 15 Minuten, dann ist dein Kind ist dann tot. Und du hörst noch die Schüsse. Ich stand da, ich habe mit meiner Schwester telefoniert, wir hören 3 Schüsse. Und meine Schwester sagt noch so, ich so, ah nein, was ist denn jetzt los? Und dann sagt sie, ach ja, das ist Amsterdam. Das wird doch nichts mit Sammy zu tun haben. Ja. Und mal ganz kurz, wie man mich und den Kumpel dann auch noch behandelt hat im Nachgang. Wir wurden im Konvoi, also ich habe dann immer noch gedacht, okay, Schüsse, vielleicht wurde er ins Bein geschossen und wir sollten auf die Polizeiwache und dann habe ich mir schon gedacht, na, vielleicht ist er im Krankenhaus, weil er ins Bein geschossen bekommen hat, keiner hat mir so richtig was gesagt oder vielleicht hat er wirklich sich gewehrt, vielleicht war da irgendwas und er sitzt da jetzt in Handschellen und ich hole ihn quasi ab und so. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Da haben die uns erstmal lange warten lassen. Dann war da eine junge Polizistin, die weder Englisch sprechen konnte, noch irgendein Mitgefühl gezeigt hat. Ja, die saß einfach nur da und dann ein junger Polizist, der nur gezittert hat, weil er uns das mitteilen musste. Und dann teilen die mir das mit. Ja, es gab da eine Schießerei, ihr Sohn hat es nicht überlebt. Und ich habe gesagt, wie, das glaube ich jetzt nicht, ich will sofort zu meinem Sohn. Hier, ne? Die Kette als Beweis. Die haben ihm im Bolzenschneider die Goldkette durchgeschnitten und mir in die Hand gegeben. Ich habe geschrien, ich habe gesagt, ich will zu meinem Sohn. Nö, geht nicht. Und es war kein Seelsorger da. Es wurde mir nichts Beruhigendes gegeben. Weißt du, was sie da gesagt haben? Wir dürfen ihnen nichts verabreichen. Da habe ich gesagt, noch nicht mal eine Aspirin. Nein. Und da habe ich gesagt, aber totschießen könnt ihr oder was? Ich habe gesagt, sind wir in Texas, was ist denn los? Ja, wenn ich auf Toilette gegangen bin oder telefonieren wollte, kam die Polizistin mit,
ihre Hand immer am Holster. Als wäre, ja, also ich will dir mal sagen, Opfer werden hier zu Tätern gemacht. Unser Sohn wurde auch im Nachgang zum Täter gemacht. Selbst ich als Mutter wurde, oder wir werden zu Tätern gemacht, weil sie einfach nicht mal einsehen wollen, dass sie Scheiße gebaut haben. Ja, und das wird, das kannst du ja gleich sagen, wie das geschützt und gedeckelt wird von oben. Also was wir für Beweise eigentlich haben, und trotzdem wird da einfach Teppich hoch und drunter gekehrt und weggeguckt, ja. Hm. Und dann wurden wir noch nach Hause geschickt, wieder nach Deutschland. Das war die Nachversorgung. Noch nicht mal ein Seelsorger kam, ja. Hm. Ist es noch wichtig, Liam, zu wissen, nochmal, nachdem er jetzt, wie gesagt, in den Hinterhof gelaufen ist, was dann jetzt so passiert ist, wie das dann war, oder ich denke nicht, dass es sein muss. Also ich glaube, wie gesagt, dass das, was auch an Videomaterial existiert, das ist schon klar und deutlich. Ich glaube nicht, dass es unbedingt wiederholen müsst. Also auch alle, die das anschauen, werden sofort checken, was passiert ist. Also es gibt keinerlei Zweifel, um zu begreifen, was passiert ist. Ich wollte vielleicht aber eher auch im Nachgang nochmal fragen, was danach auch passiert ist, also wie die Polizei und die Justiz halt danach, also ihr habt ja konkret in dem Zeitraum direkt danach, aber es sind auch, wie gesagt, schon... In dem Moment ist man natürlich sowieso völlig überfordert. Mhm. Und was halt passiert ist, was ich mich dann halt sehr, sehr gut erinnern kann, ist halt diese Pressemitteilung über Bild TV, dass Samuel, sagt dieser Reporter, der auch dort Anwohner ist und auch das Video gefilmt hat, was die meisten Leute gesehen haben, dass er sagt im Bild TV, das ist jetzt einen Tag später, am 14. August, dass ihm ein Polizeibeamter gesagt hat, dass Samuel ein 30 cm langes Chefmesser hatte. Also das ist jetzt die quasi Art, wie die Presse damit umgegangen ist. Und somit hast du dann halt, wenn das im Bild TV startet, hast du mit Bild natürlich dann das komplett gestreut über Deutschland. Das ist halt, ja, natürlich eine komplette Tatsache, die nicht stimmt. Ne? Samuel hatte sein Taschenmesser dabei, was jetzt jeder, das ist ein ganz legales Taschenmesser, was Schweizer Taschenmesser, Größe 6,57 cm Klinge. Das kann man, nimmt jeder Junge, hat sowas, also man kann das haben, ne? Und das ist halt die Art, wie halt jetzt zunächst mal die Presse damit umgegangen ist, beziehungsweise die Presse hat es halt übernommen. Letztendlich ist meine Meinung dazu, dass das halt ganz gezielt gesteuert ist von der Polizei, von dem Polizeichef, würde ich sogar mal so behaupten, weil, warum ich das sage, ist, weil ich einfach diese ganzen Fakten, die ich darüber so gesammelt habe, zusammen addiere. Es ist klar, wenn man das Video sieht, es gibt auch noch ein noch klareres Video sogar, wo man das noch deutlicher sehen würde oder sieht, dass es halt ein komplettes Vergehen der Polizei ist. Das ist ein Vergehen der Polizei, sodass es der Polizei und vor allen Dingen dann auch dem Polizeichef bewusst. Dieser Mensch, der Polizeichef, ist halt auch presseversiert und ist halt interessanterweise auch, wird halt mit diesem Ruben Krups, das ist dieser Journalist, mehr oder weniger sind da auch andere Presseberichte, wo man halt sieht, dass die zusammen halt Interviews schon hatten. So. Der Polizeichef. Ja. Mit dem Ruben Krups. Frank Pau. Und wenn man jetzt halt einfach jetzt sich das anguckt, es passiert am 13. gegen Nachmittag. Am 14. Spricht der Ruben Krups im Bild TV, dass ihm ein Polizeibeamter gesagt hat, dass er ein 30 cm langes Chefmesser hatte. Und der Ruben Krups schreibt für die Het-Parool. Und jetzt erscheint in der Het-Parool am 15. morgens um 7 ein Artikel, in dem der Ruben Krups den Polizeichef interviewt hat. Dann ist ja wohl klar, wo, an welchem Tag die beiden kommuniziert haben, nämlich am 14. Und in der Het-Parool wiederum, in dem Interview, der Ruben Krups den Frank Pau interviewt, ist es so, dass da der Polizeichef Frank Pau äußert, ich kann sagen, dass ein Beamter in die Weste gestochen wurde. Das ist da eine massive Aussage. Zu diesem Zeitpunkt wurden aber nur zwei Zeugen bisher befragt.
Und der eine Zeuge davon ist einer der Schützen. Und einer der Schützen hat auch behauptet in der Aussage, das haben wir von der Staatsanwaltschaft einen Auszug der Zeugenaussagen, aber nur, das ist nur minimal. Aber trotzdem konnte ich daran sehen, okay, einer der Schützen hat diese Behauptung und ich habe gesehen, dass er in die Weste gestochen wurde. Das gibt jetzt der Polizeichef direkt so weiter, aber die Ermittlungen haben in dem Sinn nur ganz schleppend begonnen. Das ist direkt am Anfang, weil derjenige Beamte, der überhaupt, wenn das Messer ihn überhaupt jemand getroffen hat, eine Aussage macht, kommt wesentlich später und die Aussage sagt auch nichts über Stechen, sondern über Schneiden. Dieser Beamte sagt, er wäre von oben bis unten seine Weste zerschnitten worden. Das sagt dieser Beamte. Jetzt ist es nur so, dass die Reichsrecherche diese Weste von diesem Beamten untersucht hat und es gibt keinerlei Beschädigung an dieser Weste. Die Staatsanwaltschaft hat sogar nochmal beantragt, diese Weste nochmal untersuchen zu lassen und es gibt keine Beschädigung an dieser Weste. Das heißt, diese Aussagen sind falsch. Und die Staatsanwaltschaft will das deckeln, indem sie dann wiederum sagt, es könnte aber trotzdem sein, dass das Messer die Weste berührt hat. Das ist eine Aussage der Staatsanwaltschaft. Und jetzt nochmal zurück. Deswegen glaube ich, dass der Polizeichef gezielt gleich am Anfang versucht hat, das Bild, die Gefährlichkeit ganz massiv zu steigern von Samuel, dass es legitim war, wie die Polizei letztendlich agiert hat. Und das sollte am Anfang an sofort, bam, raus. Weil letztendlich, was sich jetzt im Nachgang alles zeigt, ist, dass es halt genau nicht so ist. Mhm. Also das hat sich da für mich, ganz am Anfang war ich auch unsicher, ich wusste gar nichts. Aber relativ schnell konnte ich ja einstufen, was ist. Und es ist halt ein komplettes polizeiliches Versagen. Und von Samuel ging keine Gefahr aus. Mhm. Das ist der Punkt. Das ist der Fakt. Und die Polizei argumentiert auch jetzt sehr gerne, dass sie unbedingt ja Leute schützen wollte, muss. Nur es ist halt so, dass das ein eingegrenztes Gebiet war. Und die Psychoambulanz, die da direkt vor Ort war, die relativ schnell da war, die befand sich auf der anderen Seite des Zauns. Man konnte aber Samuel sehen. Ja, das war, wissen wir auch von dem Ambulanzmensch, diesem Paramedic, der da war. Er hat Samuel sehen können, aber er ist durch einen Zaun, durch einen massiven Zaun, getrennt. Das heißt, kommunizieren konnte man mit ihm. Aber sie haben nicht kommuniziert, sie haben nur gebrüllt. Und Die Ambulanz wurde ja komplett ignoriert. Die Ambulanz wurde ignoriert. Der Ambulanzfahrer hat gefragt, wer hier dienstleistender Beamter ist. Keine Antwort. Wurden die einfach so links liegen gelassen. Sammy wurde ja angegriffen von dem Hundeführer, ne? Der hat dann in Eigenregie beschlossen, ich attackiere ihn jetzt von hinten. Und wenn du von hinten plötzlich attackiert wirst, geht ja normalerweise auch deine Hand auf, egal was du in der Hand hast. Also liegt es sehr nahe, dass das Messer dann zu Boden fiel. Allerdings, bei dem Video sind die Büsche dazwischen. Man sieht es nicht. Und natürlich, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Die Polizisten behaupten, er hat sein Messer noch natürlich bei sich gehabt, weil er Superman ist. Er ist runtergefallen auf den Boden und hat um sich gestochen. Deswegen musste der eine glatzköpfige Schütze schießen. Und in dem Auszug der Zeugenaussage, ja, von diesem Schützen, sagt er, ich habe bewusst in Brust- und Bauchraum geschossen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Das ist für mich eigentlich schon, er gibt zu, dass er ihn töten wollte. Es gibt zwei Schützen, beide wissen nicht, wie oft sie geschossen haben. Es gibt eine Theorie der drei Schüsse, es gibt eine Theorie der vier Schüsse, aber es fehlen Kugeln. Wie kann so gut recherchiert werden, dass Kugeln fehlen? Die Anwohner, es waren überall Leute auf Balkonen, hinterm Fenster, die gefilmt haben, die geguckt haben. Kinder, die traumatisiert sind, Erwachsene. Keiner wurde von denen befragt. Es gab keine Zeugenbefragung. Die Staatsanwältin sagte, ja, zu wenig Personal, ne? Können wir nicht machen. Interessiert ja keinen, wenn die Täter die Polizisten sind. Es wurden jetzt letztendlich keine weiteren Zeugen befragt, außer der Ruben Kobs, das sagt die Staatsanwältin, der würde ausreichen. Das wäre ein unabhängiger Zeuge, unabhängig. Und alle anderen Leute, die da auf dem Balkon waren, wurden nicht befragt. Dann gibt es nur eine Zeugin. Ihr Video wurde noch konfisziert letztendlich oder übertragen. Das ist und die Zeuge, nur das Video. Befragt wurde sie nicht. Mhm.
Also es gibt keine Zeugenaussage von der Frau, es gibt nur das Video, was sie gefilmt hat, aber keine Zeugenaussage. Und begründet wurde das von der Staatsanwaltschaft, sie hätten Personalmangel. Deswegen würden sie niemand befragen. Und der Zeuge Ruben Kops reicht aus. Ja, also ich meine, das sind alles Dinge, die darauf hindeuten, dass da nicht wirklich Interesse daran ist, da irgendwie der Sache nachzugehen. Ja. Die zwei Schützen, also wir hatten ein persönliches Treffen mit der Staatsanwaltschaft. Wichtig ist nur, wegen den Kugeln, wenn du das halt für Leute, die das halt nicht wissen, die Dienstwaffe da ist halt auch ein deutsche Walther P99, oder wie das Ding heißt. Ne? Und so ein Magazin hält halt, beinhaltet 15 Kugeln. Gehört haben die meisten Leute halt 3 Schüsse. Gefunden wurde letztendlich 2 Kugeln und 3 Patronenhülsen. 3 Patronenhülsen. Waren es 3 Hülsen, ja, richtig. Und es ist halt trotzdem von der Untersuchung her wird dann immer davon geredet, dass es aber 4 Schüsse gewesen sein müssen, weil beide Schützen hatten ja nur noch 13 Kugeln jeweils in ihren Magazin. Interessant ist halt, dass eine Kugel aber komplett überhaupt nicht quasi sichergestellt ist, also komplett die Kugel fehlt. Und die Hülse nicht, die gibt es gar nicht. Wie kann das sein? Und es fehlt halt dann noch eine Kugel. Nicht die, ne? Es gibt, gefunden wurden nur 2 Kugeln und die entsprechenden Hülsen für 3 Schüsse. 3 Hülsen. Ja, aber nach der Theorie, wie das behandelt wird, fehlt quasi eine komplette Kugel mit Hülse und eben noch eine Kugel. Ist überhaupt nicht quasi als Beweismittel sichergestellt. Wird aber einfach so hingenommen. Genauso wie, also wir bekommen auch die Akte nicht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei tut alles in ihrer Macht, um uns selbst nach mehrmaligen Bitten über Anwalt und so weiter die Akte nicht zukommen zu lassen. Und immer, wenn Teile der Akte zu uns durchdringen, ja, sehen wir, wie viel Manipulation da ist. Zum Beispiel auch das Foto des Messers. Das Messer wurde fotografiert von einem forensischen Mitarbeiter. Und der, wenn du irgendwas misst zu Hause, ja, setzt du ja das Maßstab bei 0 an. Der hat aber nicht bei 0, sondern bei 13 angesetzt. Damit oben 30 steht oder 29, 30. Warum? So blöd ist ja keiner. Nein, das ist Manipulation. Damit, wenn das in so einer dicken Akte ist und irgendeiner, das ist jetzt meine Deutung, ja, irgendein Richter, irgendein Anwalt sieht da oben die 29,30, großes Messer, gefährlicher junger Mann. Ja? Also da sehen wir auch die Manipulation. Ja, also interessant ist halt auch sogar, dass das Foto sogar ganz leicht oben abgeschnitten ist. Also du musst dir so vorstellen, dass der Griff des Messers quasi abgeschnitten ist. Er ist nicht komplett auf dem Foto drauf. Und an der Spitze ist das Zentimeter, ist es senkrecht. Man kann es natürlich auch drehen, aber es ist senkrecht fotografiert, Spitze nach unten. Und dann guckst du drauf und dann hast du unten bei 13 angelegt an der Spitze und dann hoch auf 28,5 und dann ist es abgeschnitten. Jetzt sage ich auch noch mal etwas, das hat bisher, also das war bisher noch nicht öffentlich, was der eine Schütze gemacht hat, nachdem er Sammy, also der ihn ja auch bewusst, übrigens, man weiß auch nicht, wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat und wer die nicht tödlichen Schüsse abgegeben hat, weiß man, aber wer die tödlichen, das können sie nicht feststellen. Ja, das ist auch Blödsinn, weil die Forensik kann das ja in der Regel tun, dass sie dann nachverfolgt, welche Kugel aus welchem Lauf kam. Und da war halt auch nochmal interessant, haben wir im Zeitungsbericht entdeckt, dass die Niederländer haben, davon abgesehen, mal die höchste Tötungsquote von der europäischen Polizei. Und wahrscheinlich aufgrund dieser Tatsache ist es so, dass die Kugeln eingeführt haben mit so einem orangefarbenen Kopf. Und das ist spezifisch dafür gemacht worden, dass man eben Kugeln noch besser nachvollziehen kann, aus welcher Waffe die kamen. Und diese Kugeln sind eingeführt, ich weiß nicht, schon 2018 oder 2019, ich weiß es nicht. Also die gibt es schon und diese Kugeln waren das auch. Und jetzt wird hier gesagt, sie wissen nicht, welche Kugel aus welcher Waffe ist. Das ist halt einfach nur, um dann wiederum die Täter da auch nochmal zu schützen, dass sie psychisch, keine Ahnung, geschützt sind. Dass es halt nicht klar ist, da ich war es oder du warst. Ne? Also
ein Schütze hat nachdem, also dieser Schütze, der gesagt hat, ich muss den Brust- und Bauchraum schießen, und zwar direkt über dem Sammy, es war weniger als ein Meter, anderthalb Meter Distanz, zückt er, nachdem unser Sohn blutend und sterbend im Gebüsch liegt, sein Handy und filmt es. Dieses Filmchen schickt er der Staatsanwaltschaft und begründet es damit, er wollte doch nur dokumentieren, wie dann schnell die Rettungsambulanz, ob die gut gearbeitet haben. In Holland ist es erlaubt, hier wäre es nicht erlaubt. Wir haben hier auch mit der Kripo gesprochen. Die haben gesagt, dieser Schütze wäre hier in Deutschland aus dem Verkehr gezogen worden, was auch immer das bedeutet. Dort ist es erlaubt, aber man muss sich das mal moralisch, ethisch vorstellen. Ich erschieße einen Menschen, einen jungen Menschen, und als Polizist sowie als Soldat weiß ich, wie ich schießen muss, um zu töten. Ich töte diesen Menschen und als nächstes zücke ich mein Handy und filme. Das muss man sich mal reinziehen. Die Staatsanwältin, das muss man sich auch mal reinziehen. Frau Raus, Annemarie Raus, die hat, nachdem wir sie da im Juni letztes Jahr besucht haben und ich habe sie gefragt, ob sie das normal findet, war die Antwort, ja, das findet sie normal. Und damit möchte ich nur mal deutlich machen, mit was für Menschen wir hier zu tun haben. Und dass das wirklich, ja, ein krasser Kampf ist, ja, weil du kämpfst gegen eine Maschinerie an, gegen ein ganzes System, ja, gegen eine Institution, die so zusammenhält, ja, Polizei, Reichsrecherche, diese Kriminalpolizei, dann die Staatsanwaltschaft. Und einer deckelt den anderen. Und was keinen Sinn macht, wird einfach unter den Teppich gekehrt. Beide Schützen wurden nicht psychologisch untersucht und auch nicht auf Drogen untersucht. Ich habe sie auch noch mal gefragt und die Antwort war, ja, doch, wurden sie. Ich so, ja, was denn? Bluttest? Urintest? Nein, sie wurden befragt. Also sie wurden befragt. Die haben jetzt die Leute befragt, habt ihr Drogen genommen? Nein, haben wir nicht. Ja, und das ist die Wahrheit, die wir hier erzählen. Mit so Menschen sind dann auch Staatsanwälte. Das muss man sich mal vorstellen. Wie wird das jemand, nur weil er irgendwelche Gesetze auswendig lernen kann? Ohne gesunden Menschenverstand. Man muss sich das echt so vorstellen. Die Polizisten da vor Ort, die da bei Sammy waren, hatten null gesunden Menschenverstand. Jeder Mensch, der braucht noch nicht mal ein Polizeitraining, wüsste, oh, der hält sich ein Messer an den Hals, das ist wie jemand, der auf dem Hochhaus steht. Ja, den schubse ich doch nicht noch oder brüll ihn an mit der Waffe, sondern ich lasse ihm Hilfe zukommen. Und es gab genug Zeit, es gab genug Raum, weil das ein großes Areal war, den Zaun dazwischen, ich in der Nähe. Nichts wurde genutzt. Der wurde innerhalb von 15 Minuten hingerichtet. Ja, er hätte jetzt da auch nicht rausgekommen. Ja. Also es war eigentlich so, dass er den entwischen hätte können. Ja. Weil die beiden Ausgänge, da waren nur noch zwei Ausgänge letztendlich. Und die sind ja zu. Mhm. Und der Platz innen drin, ich kann das gar nicht sagen, wie groß, wie so ein Fußballfeld. Insgesamt, ja. Also nicht so breit wie ein Fußballfeld, aber die Länge wie ein Fußballplatz. So, Wiese und Büsche. Ne? Und quasi auf der einen Seite unten rechts war ein Ausgang, da stand der Polizei und oben links. Ja. Das war beides zu, wo letztendlich oben links auch dann die Ambulanz dann rübergefahren ist. Mhm. Und rechter Seite war halt eben der Zaun, wo er sich halt auch befand. Eine Sache kann ich noch sagen, die Bodycam. Es gab einen Polizisten mit einer Bodycam. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Er ist privat befreundet mit einem der Schützen, hat mit ihm danach auch gesprochen, ist mit ihm zur Wache gefahren. Die Bodycam ist kaputt. Ja, Zufall, sagt die Staatsanwältin. Es gibt keine Aufzeichnung. Nee, es war auch nur diese eine Bodycam wohl. Ne? Mehr wissen nicht. Ja. Und wenn du dann nachfragst, ja, können wir, ne, dass da halt irgendwie auch mal dieser Funkverkehr bitte aufgezeigt. Nein, das ist Datenschutz. Ne, was haben die denn eigentlich untereinander gesprochen? Nö. Ja, ich fand das auch, also ich habe das Video auch ein paar Mal gesehen, ich fand es auch bezeichnend, dass der Hund einfach dann vorbeigelaufen ist. Also der Hund hat gemerkt, dass es halt
einfach nicht der Fall ist. Und die Bullen haben halt genau das Gegenteil gemacht. So. Und genau, also das war für mich nur, also weil du auch, Justine, die Sache von so Menschenverstand, das ist nicht mal eine Frage von Menschen, so sogar der Hund hat gecheckt, so ist ja nicht eine Gefahr für mich. So, es ist diese Frage auch von der Hilfe, die ihr auch so betont habt. So. Vielleicht würde ich ein bisschen einen weiteren Punkt machen. Und zwar haben wir auch am Anfang ein bisschen dazu gesprochen, so diese Frage, wie auch ein Narrativ, eine Erzählung auch dazu konstruiert wird. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren auch einige andere Fälle eben von Polizeigewalt beziehungsweise Polizeimorde auch gesehen. Wir hatten auch dazu gesagt, dass zum Beispiel in Holland 2020 auch 16 Personen auch durch die Polizei umgebracht wurden. Auch selbst, ihr hattet ja auch Kontakt zu dieser Initiative um Roger Nzoy Wilhelm in der Schweiz und zu Georgios hier letztes Jahr. In all diesen Fällen wird ja auch immer wieder nicht nur quasi dieses Täter-Opfer-Verhältnis umgedreht in Bezug auf Selbstverteidigung der Polizei, sondern es ist ja auch etwas, um zu sagen, all diese Fälle haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun und die Institutionen, die dahinter stecken, haben kein Verhältnis dazu. Und ich wollte fragen, dementsprechend, ihr habt schon ein bisschen auf den medialen Aspekt und wie die Polizei darin auch involviert war, dieses Narrativ zu schüren letztlich. Ne? Wie ihr dieses Narrativ bei eurem Fall eures Sohnes seht und wie das auch im Verhältnis zu diesen anderen Kämpfen, die eben auch für die Gerechtigkeit geführt wird, ob ihr eine Gemeinsamkeit auch seht. Das sind auf jeden Fall Parallelen. Also es ist grundsätzlich ist die größte Parallele überhaupt ist die, dass es sehr oft eben Menschen sind mit psychisch auffälligen oder Ausnahmezustandsverhalten und die Polizei letztendlich immer mit, also die Menschen kommen dann zum größten Teil zu Tode durch die Polizeieingriff oder ne, und es wird dann immer auf Notwehr quasi läuft es halt hinaus. Das ist eben das, was die Polizei dann eben immer schützt oder wie die Staatsanwaltschaft das eben sieht und auch glaubt und letztendlich auch daraufhin das Verfahren einstellt. Also das ist einfach was immer wiederkehrend ist und es ist halt so deutlich wiederkehrend, dass es eigentlich also unverständlich ist, dass es halt eigentlich im, wie soll ich das sagen, dass es halt nicht behandelt wird. Also dass es so eine lange Leitung ist, dass da halt endlich mal irgendwie was sich ändert. Dann das andere, was mir auffällt, ist, dass halt die Fälle, wenn sie eben dann nicht so gut medial aufgepustet sind, was natürlich jetzt in dem Fall auch einfach war, weil das dieses Video so eindeutig war, was den Floyd angeht, dass es dann halt total viral geht oder total auch in der Presse behandelt wird, ist es halt so, dass diese ganzen Fälle letztendlich immer nur lokal behandelt sind. Wenn es dann halt mal bundesweit ist, in dem Fall Deutschland, wenn wir bei Deutschland bleiben, ist es nur mal ganz kurz und ansonsten ist es eine Lokalität, lokal wird es behandelt und dann ebbt das ja sowieso ab. Es ist, und die Initiativen, beziehungsweise die Angehörigen, Eltern, wie auch immer, Freunde, stehen dann halt allein da mit dem Kampf letztendlich und sind dann wiederum auch so beschäftigt mit ihrem eigenen Fall, dass es sogar schwierig ist, dann wiederum ein Netzwerk zu schaffen mit den anderen. Cool. Die letztendlich dann halt auch solche Kämpfe führen. Und wir sehen das halt an uns selbst. Also es ist so, dass ich mich mit anderen Fällen befasse und versuche dann halt auch da Kontakt aufzunehmen und das halt auch wiederum weiterzutragen. Aber es ist halt so energiefressend, was die eigene Geschichte schon angeht, dass es halt fast nicht möglich ist. Ja. Es müsste so eine übergeordnete Organisation europaweit geben, die alle Polizeigewaltfälle bündelt, ja, wo da andere Leute irgendwie, weil du nur als Angehöriger hast manchmal gar nicht die Kraft. Ja, zumindest sollten da halt die Netzwerke, die es gibt, also beziehungsweise die Initiativen, die es gibt, halt vernetzt sein wiederum. Ja. Und da müsste dann halt wiederum, müsste es halt Leute jetzt geben wie dich. Und ich wollte dich halt ganz gerne auch mit dem Mando aus der Schweiz, aus Zürich in Verbindung bringen. Habe ich mit ihm schon gesprochen, kann dir dann seine Nummer schicken und umgekehrt.
weil mit ihm haben wir uns vernetzt. Also da war es eben halt so letztendlich, dass unser Fall bei der Demo für Enzoi quasi auch mitgetragen wurde nochmal. Und auch wir quasi da, wir waren jetzt leider nicht physisch anwesend bei der Demo, aber wir haben halt nochmal auch einen Text verfasst, der dann auch da gelesen wurde auf der Demo. Das ist jetzt nichts, es ist halt ein Minischritt. Aber es ist halt so, es wäre halt jetzt so ähnlich, als wenn jetzt der Fall mit, wie heißt der griechische junge Mann nochmal? Georgios. Ja, genau, als wenn jetzt hier eine Demo wäre von uns als Beispielnummer, dass wir ihn auch mit aufnehmen würden oder umgekehrt. Ne? Das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist zumindest irgendwie etwas. Und also es sind definitiv die Parallelen da. Die Polizei kommt dabei durch ihre Notwehr, durch diesen Paragraphen immer raus. Es gibt keine Anklagen. Und uns. Die Eltern stehen da und es wird versucht, dieses Ganze ja, so schnell wie möglich unter den Teppich zu kehren. Ja, vielleicht kann ich noch hinzufügen, also auch in Holland sind dann auch andere Eltern auf uns zugekommen und wir haben einige andere Angehörige kennengelernt von auch jungen Männern, die Opfer von Polizeigewalt wurden. Und mit einem Vater haben wir jetzt noch regen Austausch. Das ist ein syrischer Englischlehrer, der dem Krieg in Syrien entflohen ist, nach Holland kam, seinen Sohn nachgeholt hat, um da ein neues Leben anzufangen. Der Sohn hatte psychische Probleme und das ist der Yazan Al-Madani. Und er wurde, als er auf dem... Das war 2018. 18. Ja, als er auf dem Balkon seiner eigenen Wohnung ja, rumgeschrien die hat. Wohnung, das ist die Wohnung von seinem Vater. Und sein Vater hat die Polizei gerufen, kam da, das kannst du ja gleich erzählen. Naja, die Polizei hat nicht gerufen. Es war so ein bisschen, es war so, dass, der Yazan halt, der Hintergrund ist jetzt mir nicht genau bekannt, warum er halt psychisch gelitten hat. Er sehr gelitten durch den Krieg wahrscheinlich und das Flüchten. Aber er stand jetzt, um das einfach nur mal abgegrenzt zu sagen, auf dem Balkon seines Vaters Wohnung. Ja, mit der Decke über dem Kopf so gestrichen und hatte ein Messer in der Hand und hat da auf dem Balkon rumgebrüllt. Letztendlich, was passiert ist, es kam ein Antiterrorkommando, hat die Tür aufgemacht, hat den Hund auf ihn losgelassen. Dann hat der Yazan halt um sich gehauen und auf den Hund letztendlich wahrscheinlich mit dem Messer verletzt und dann haben sie ihn getasert und dann haben sie mit ihm mit Maschinengewehren erschossen. Also das war eine Antiterror-Einheit. Ein Mann, der in seiner Wohnung oder seines Vaters Wohnung auf dem Balkon steht, mit Messer in der Hand, einem Teppich im Kopf und halt rumbrüllt. Das Endergebnis war, wie gesagt, tot. Und der Vater hat ist durch alle Instanzen gegangen und überall, ja natürlich wurde nicht angeklagt, ja, genau. Es wurde abgewiesen und jetzt liegt sein Antrag beim EGMR, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Und die Presse dort war dann halt auch so, Polizei, ja, unser armer Hund ist gestorben, das war getwittert, Polizei, ne? So unser Held ist gestorben. Und syrischer Mann mit Axt. Mhm. Das war die Presse am Anfang. Die Presse hat sich dann auch geändert, wie auch bei uns. Das war bei uns aber auch sehr präsent am Anfang mit dem großen Messer. Also, ja. Gut, dass die Presse sich aber auch geändert hat, liegt daran, weil wir unheimlich daran gearbeitet haben, den Leuten, diesen Journalisten, das klarzumachen, was hier ist. Ich habe der Bild-Zeitung klargemacht, das ist ein Skandal, aber der ist andersrum. Das ist nicht, ne, nicht so, wie ihr das hier darstellt. Es ist ein Polizeiskandal. Ja, und wir haben inzwischen auch Kontakt zu Politikern von der Partei Bayane zum Beispiel. Und die fordern, das nennt sich eine Street-Triage. Die fordern nämlich, dass zukünftig, wenn Polizei im Einsatz ist und ein Mensch, der
sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, dass dann auch immer jemand von der Psychoambulanz, das nennen die anders irgendwie Medium Care, genau, dabei ist, dass die zusammenarbeiten, dass die besser kooperieren. Und das ist ja auch irgendwo unser Ziel, ja, weil natürlich sind die vielleicht nicht gut geschult und wir lassen jetzt mal den Aspekt des gesunden Menschenverstands, den man trotzdem haben sollte, weg, ja. Aber wenn die nicht gut geschult sind und wie bei Sammy, ja, da war ja sogar die Psychoambulanz vor Ort und die wird einfach ignoriert, ja. Es wird sich nicht Hilfe geholt. Ja, keine Kommunikation. Die haben keine Kommunikation. Mit den Leuten kommuniziert. Ja. Und wir wollen einfach, dass das besser funktioniert, damit das jungen Menschen, die nach Amsterdam, und wir wissen ja, wie es ist, ja, Leute wollen da mal feiern, ein bisschen chillen und auch in Coffeeshops gehen, so ist es ja, oder wie auch immer. Ja, das soll niemand passieren. Das soll niemandem passieren, ja, und da kämpfen wir auch für. Wir wollen also zwei Sachen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, die ja so gerne unter den Teppich gekehrt wird, die Wahrheit ans Licht, dass diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, aber auch, dass sich in Zukunft etwas ändert. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass wir in 2020 ja auch diese riesen Protestwelle eben nach George Floyds auch Ermordung gesehen haben. Und ich glaube auch vor allem in der Jugend wird es immer klarer, dass halt die Polizei auch als Institution in all diesen Fällen, das sind ja Ausdrücke, letztlich auch von einer repressiven Handlungsweise, die auch diesen Staat auszeichnet in dieser Form, wenn es um die Polizei geht. Und ich glaube, dass genau die wir gerade besprochen haben, dass es super wichtig ist, all diese Initiativen auch zu versuchen, ineinander zu bringen, um das Licht quasi auf die einzelnen Fälle zu bringen, aber auch zu zeigen, dass, wie ihr sagt, es notwendig ist, eine ganz andere Form von Sicherheit zu entwickeln, die eben nicht dazu letztlich darin mündet, dass Leute die ganze Zeit bewaffnet rumlaufen, sondern dass Leute, vor allem wie auch in dem Fall sehr, sehr, sehr klar ist, die nach Hilfe bitten, einfach auch Hilfe kriegen. Und deshalb, ich wollte noch fragen, ob ihr, also ihr habt ja jetzt noch zum Schluss eigentlich ganz gut schon gesagt, was ihr erreichen wollt, aber vielleicht noch, wenn ihr letzte Worte auch zum Interview quasi zur Beendung auch sagen wollt, wollte ich auch noch mal fragen, ob ihr noch was. Ja, also die Menschen, die das jetzt so dann halt auch persönlich wirklich betrifft, die kann man halt auch nur ermutigen, dass sie halt nicht aufgeben, ne? Und da halt einfach dranbleiben an der Sache und weiterkämpfen, auch wenn das einen schon an die Grenzen des bringt, was so ein Körper so aushält. Also weil das ist wirklich sehr zermürbend und weil da ja nur gemauert wird, trotzdem muss man da versuchen, halt einfach immer wieder die Lücken zu finden und halt wirklich dran zu bleiben und wirklich einfach dranbleiben und wie dieses Sprichwort, ich weiß gar nicht, das Sprichwort kriege ich nicht zusammen, so die Mücke und der Elefant und die Mücke, die halt dann immer rumfliegt, ne, und der Riese, der halt dann irgendwann doch verrückt wird und halt einbricht. Man muss dranbleiben, weil sonst kriegt man da nichts geregelt. Andererseits natürlich auch auf sich selbst aufpassen, weil das ist ein Balanceakt, den wir jetzt hier gerade durchlaufen. Und es ist halt schwierig, das einigermaßen im Einklang zu bekommen, halt dranbleiben, die Leute nerven, alles ausschöpfen an rechtlichen Möglichkeiten, alles tun und gleichzeitig körperlich gesund bleiben. Mhm. Ist schwierig, aber ich kann es halt, jeden, den es halt dann persönlich jetzt betrifft, Eltern, Freunde von Menschen, die jetzt unter so Umständen zu Tode gekommen sind, durch Polizei oder so, und gegen die Staatsgewalt oder den Staat da angehen müssen, die Justiz. Das ist das, was ich den Leuten auf den Weg geben kann. Und ich versuche halt jetzt dir noch irgendwie das, wie gesagt, von Mandu zukommen zu lassen, dass du dich mit denen vernetzt. Und das ist halt ein Anliegen. Ich denke, dass das halt wichtig ist, dass halt ein größerer Austausch trotzdem stattfindet. Wobei es halt dann eher so auf so Leute wie dich dann quasi zurückfällt, weniger auf dann die Leute, die es ganz direkt betrifft, weil wir diese Energie überhaupt nicht mehr aufnehmen können. Aber dass da halt irgendwie immer ein reger Austausch stattfindet. Und ich weiß halt zum Beispiel von dieser Institution in Berlin, dass die halt einfach so überladen sind, weil es halt einfach nur 4 Mitarbeiter sind. Die wendet sich halt ganz spezifisch auch auf Racial Profiling. Mhm.
Ja, also es wäre schon cool, wenn es irgendwann eine größere Vernetzung gäbe. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Menschen auf unseren Fall auch aufmerksam machen. Ja, es sind ja schon Friedensmärsche und Demos passiert. Momentan passiert da nicht mehr viel, dass da mal wieder was passiert. Ja, wir können Flyer drucken und alles. Ja, das ist alles kein Problem. Also es soll, und nicht nur natürlich auf unseren Fall, aber der wird ja in Deutschland leider auch so ein bisschen, fällt da unter den Teppich, ja. Oder wird er unter den Teppich gekehrt? Und deswegen würden wir uns da freuen, wenn da darauf aufmerksam gemacht wird. Ja. Vielen, 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 vielen Dank für das Interview. Ich glaube, die zu letzten Worten können wir natürlich nur sagen: No justice, no peace. Ja. Und justice, ja, for Sammy.